Recht herzlich willkommen zur 225. Folge von City Skylines. Ja, wir sind hier im Spiel und achso, da sind wir Müllen, die aus sind. Wir waren beim Nahverkehr, dann gehen wir auch wieder hin. Und wir gehen wieder zu den Bussen und wir gehen nochmal zur Linie 6. Gucken wir da nochmal rein. Und das war unsere Haltestelle, die wir letztens angeguckt haben. Mhm. So, und jetzt nochmal zu dem Thema hier, ne? Diese Bushaltestelle wird wahrscheinlich von 1, 2, 3 wenigstens Linien angefahren, würde ich jetzt mal sagen, wegen diesen vielen Pfeilen. Und deswegen sind hier auch so viele Sachen, ne? Also viele Leute, die die Haltestelle besetzen, um das mal klarzustellen gerade. Ja, weil wenn wir nämlich jetzt das so machen, dass wir mal Linie 6 ausschalten, das geht ja hier, können wir das Auge ja benutzen. Seht ihr, dass Linie 6 wegfällt, aber da sind noch genug andere Linien. Ist die Frage, welche da noch zugehören. Die fährt vorher rechts ab. Die ist es wohl auch nicht. Die ist es auch nicht. Ist die Frage, welche das sind. Irgendwie klappt es gerade nicht, ne? Also klappt schon, aber... Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt sind sie weg, ne? Aha, da haben wir die Linie 30, die das ist. Gut. Linie 30. Das machen wir mal zu. Fährt hier los. Hat da 300 Leute stehen. Ist ja Hammer, ne? Volle Last. Haben wir die schon mal gemacht? Glaube nicht, ne? Doch, die haben wir schon gemacht. Oh, das hier am Hafen ist das, ne? Da kriegst du die Leute nicht weg, ne? Das ist die Frage, wo wollen die alle hin, ne? Wo fährt die hin? Okay, die fährt dann dahin und da zu einem Bahnhof. Ist die Frage, ne? Ne, das wollte ich gar nicht. Geht das jetzt auch anders? Freundlicher Stadtpark. Der ist da irgendwo, ganz woanders. Okay. Na, wenn er da hin will, dann ist er wohl falsch ausgestiegen. Nein, ist er nicht. Kommen ja alle mit dem Schiff hier an. Buslinie. 30 sind da drauf. Tja. Unsere Liniensache, das ist so ein Ding noch. Tendenziell neige ich dazu zu sagen, wir reißen alle ab und setzen die nochmal neu auf. Aber das bringt uns ganz viele Probleme dazu, denke ich mal. Also diese Linie ist ja okay, ne? Die fährt von Hafen zum Bahnhof. Aber am Bahnhof gibt es keine Linien. Das müsste man rausfinden. Das ist der Güterbahnhof, das ist der Personenbahnhof. Können die denn da hinfahren? Von hier? Ja, können die da rumfahren. Gut. Das bedeutet ja, man müsste erstmal hier wieder eine Linie ziehen, ne?
und wieder zurück. Geschlossen. Und dann haben wir hier noch was. Fahren nach hier. Und wieder zurück. Und geschlossen. Das ist ein Dingensterminal, sag schon. Aber hier haben wir noch einen Bahnhof, der gar nicht offen ist. Ach so, das wäre jetzt unklug, ne? Aber das bedeutet, die reisen mal wieder ab. Und die Zuglinie 2, welche ist das? Das ist dieser, genau. Die reißen wir auch nochmal ab. Und machen die lieber nochmal neu. Und das macht ja keinen Sinn, dass man mit so einem Zug da lang fährt, oder? Wo ist denn der Bahnhof jetzt hier? Da. Also hier geht's los. Geht hier hin und geht dahin. Und hier unten ist auch noch was. Also das geht zum Hafen. So, dann kommt er wieder hier hin und fährt dann da wieder hin. Ach, interessant. Eigentlich hätte er hier schließen müssen, ne? Oder haben wir... Ja, nochmal das Ganze. Mach das weg. Und auf ein neues. Irgendwie hat das doch nicht geklappt, oder? Wir starten hier. Fahren darüber. Fahren hier hin. Fahren zurück. So, jetzt klappt's auch. Und kommen dann wieder hier an. Wo ist er? Hier ist er. Läuft. Jetzt haben wir die Linie richtig. So, und jetzt haben wir hier oben noch was, oder? Okay, das heißt, wir nehmen Linie 1, Linie 1, löschen, ja, und dann machen wir die nochmal, die geht dann halt hier los, fährt hier hin und fährt dann nach da oben. Und kommt von da wieder. Wer geht denn hier lang? Okay, das ist nur eine Abkürzung sozusagen. Und fährt dann hier ein. Ja, da ist angefangen, aber hier ist er noch nicht zu Ende. Dahin. Und dann dahin. Dann ist die Linie auch wieder da. So, und dann können wir noch eine Linie machen, die von hier nach da unten fährt. Hier hin. Und die fährt auch wieder nur zurück und dann ist alles gut. So, dann haben wir vier Linien, oder? Nur drei. Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Ja, der fährt jetzt von da nach da.
Das ist schon klar, die Linie. Ach, und das ist doch die Linie, die jetzt hier hochfährt. Okay. Und Linie 1. Ach so. Nee, passt schon. Haben wir richtig gemacht. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie der ÖPNV hier so läuft. Hier müssen wir unbedingt fahren lassen, weil die Bahnhöfe kosten uns so oder so Geld, ne? Taxis 73 und 280 Miese läuft hier richtig gut, oder? Hier sieht's richtig schlecht aus. Gut. Jetzt haben wir hier aber immer noch die 300 Gäste stehen, ne? Oder sind es jetzt mittlerweile weniger? Da war sie. Linie 30 ist das. Ah, hat hier nur noch 169 stehen, geht also besser. Aber ist gerade ein Schiff angekommen, deswegen werden es jetzt wieder mehr wahrscheinlich. Ja, heißt dann so, ne? Wie sieht es denn mit dem U-Bahn-Netz aus? Könnte man das hier einfach anschließen? Die fahren sonst wo lang, ne? Müsste man hier weg haben, ne? Hier stehen wahrscheinlich gar keine Leute groß, ne? Das ist ganz easy going. Könntest du hier so locker einen hinbauen, aber ich glaube, wir müssten dann mal erst hier sowas machen, wenn, ne? Und dann da anschließen. Und das kann auch ein bisschen schöner sein, oder? Also irgendwie geht es ganz schlecht, da dran zu packen, oder was? So, das war's. U-Bahn-Linienwerkzeug. Okay, das haben wir da. Okay. Das funktioniert jetzt, ne? Okay. Fahren wir die Leute dahin. Und wieder zurück. Und fertig. Und wie sieht das dann hier auf Dauer so macht, ne? Bus fährt da lang. Da, da. Dort, dort. Ja.
Ist erstmal soweit gut, ne? Schiffe kommen da genug gerade an. Und die ersten Leute stehen hier unten schon drin. Auch cool, ne? Vielleicht gibt es eine Entlastung jetzt hier dann auf Dauer für die da. Ist da irgendwo schon einer unterwegs? Da. Da kommt er dann. Elf Leute und einer. Zwei Züge sind unterwegs. Der erste fährt jetzt zurück. Mit elf Leuten. Ja, schon der zweite. Ja, er fährt mit zwei Leuten weiter. Ja. Jetzt kommen aber schon mehr Leute da rein, oder? Kann das sein? 5, 6. Ja, die wissen halt noch nicht, dass es die gibt. Man kann das nicht sehen, dass man da einsteigen muss. Ja, Tendenz wird hier steigend sein, auf Dauer auf jeden Fall. Linie 30 war das, ne? Ja, ist ja hier zu sehen. 207 Leute, immer noch. Sind die vielen Schiffe, die das hier so machen, ne? Kommen aber zum Glück gerade keine. Vielleicht können wir es dann auch abbauen. Ist ja gerade noch ein Schiff da, ein Bus da, ne? Der da noch welche mitnimmt. Stellt sich hier die Frage, was ist das, was Ausschlaggebende, dass hier diese Haltestellen besser besetzt sind? Wir fahren natürlich mit 30 los. Okay, hier werden schon ein paar aussteigen. So ist nicht. Also hier ist schon so, dass da schon der eine oder andere aussteigt. Stehen ja auch welche zum Einsteigen hier, ne? Aber wohl für eine andere Linie, weil diese hier das jetzt nicht ist. Also dann wird er umgestiegen, ist ja auch nicht schlimm. Hier steht auch niemand. Hier gibt es dann drei am Busbahnhof. Hier stehen gleich 20. Ja, das ist die Bushaltestelle, wo dann auch noch andere sind, okay. Und das ist auch noch woanders. Für uns keine dabei, weil die Linie da lang irgendwie unlukrativ ist, oder was? Jetzt schnell nochmal in die 30. Ja, sind alle weggefahren, ne? Jetzt kommt ein Schiff. Gucken wir, wie wir sich da zum Bus stellen und wie wir da unten rein wollen. Da kommt der Schwall. Okay, das sind nur 12. Der Rest geht wohin? Ah, hier muss wohl ein Zebrastreifen sein oder was? Der Rest geht jetzt zur U-Bahn. Okay, die fördern natürlich auch eine ganze Ecke mehr weg. Oh, jetzt kommen gerade wieder ganz viele Schiffe. Was hat die 30 jetzt hier für Passagiere? Nix. Alle anderen fahren U-Bahn. Ja. Gut. Die U-Bahn war sinnig bestimmt. Kurz nochmal ins Geld gucken hier. Ja. Minus, minus. Oh, hier 2,56 Euro plus. Das ist jetzt hier. Ach, das ist die U-Bahn. Die U-Bahn fährt plus. Das ist ja die Bahn. Okay. Ja, müssen wir gucken, wie es weitergeht. Nichts gut, ne? Gut, okay.
Alles klar, dann will man aber sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.